Doch stell dir vor, was ich soeben unter unserer Haustür fand. Es ist ein Brief von unserem Nachbarn, darin steht, wir müssen raus. Hey, 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 sie meinen, du und ich, wir passen nicht in dieses irre Haus. Weil wir als Paar zusammenleben und noch immer ohne Trauschein sind. Hat man sich gestern hier getroffen und dann hat man abgestimmt. Und die Gemeinschaft Darmieter schreibt uns nun, ziehen Sie hier aus. Hey, 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 denn eine wilde Ehe, das passt nicht in dieses irre Haus. Es haben alle unterschrieben, schau dir mal die lange Liste an. Die Frau von nebenan, die ihre Lüge nie für sich behalten kann. Und die im Erdgeschoss verdeckt, spioniert sie jeden aus. Hey, 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 auch dieser Kerl, der seine Tochter schlägt, spricht in dieses irre Haus. Und dann die Dicke, die den Hund verwöhnt, jedoch ihr eigenes Kind vergisst. Der Alte, der uns stets erklärt, was hier im Haus verboten ist. Und der vom ersten Stock, er schaut die ganze Zeit zum Fenster raus. Hey, hey, hey! Und er zeigt jeden an, der mal falsch war vor diesem irren Haus. Der graue Dauphin, der starrt dich jedes Mal im Aufzug schamlos an. Die Witwe, die verhindert hat, dass hier ein Schwarzer einziehen kann. Auch die von oben, wenn der Gasmann kommt, sie zieht den Schlafrock aus. Hey, 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 sie alle schämen sich für uns, denn dies ist ja ein irrengottes Haus. Wenn du mich fragst, diese Heuchelei leid ich nicht länger aus. Hey, 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 wir packen unsere sieben Sachen und wir ziehen aus diesem leeren Haus.